Okay, haben wir hier wieder was mitgenommen. Das war, glaube ich, noch ein Messer. Können wir bestimmt alles später verkaufen. Jedenfalls hoffe ich das mal. Weil wir haben ja gesehen, es gibt ja auch Geld. Oder Gold oder was auch immer das war. Und je mehr wir mit haben, desto mehr können wir auch verkaufen. Hier noch irgendwas büchermäßig. Wir können aus dem Buch überteuert verkaufen. Noch mehr Ampullen. Und ganz viele Hanfplantagen. Hanfbandagen. Hier ist auch noch was. Ah, da sind wieder solche Früchte. Noch mehr Hanfbandagen und Almas Bestes. Schon 30 Äpfel oder noch mehr. Nee, 30. Aber schon krass. Bist so ein... Oh, dass der da auch runterspringt. Aber ich esse jetzt keinen Apfel. Welcher schön blöd. Okay. Da hinten war noch was, habe ich gesehen. Das durchsuchen wir auch nochmal. Haben wir hier so eine kleine Stadtrundführung gemacht oder so. Naja, Stadt kann man nicht wirklich sagen. Ich dachte gerade schon, das wär ein Schwert, so ein riesiges. Boah, ey, dann hätte ich ja hier gefeiert. Aber es ist natürlich kein Schwert. Ah, hier ist noch eine Kiste. Amulett der Zähigkeit. Oh. Hier geht's dann in die Sackgasse hinein. Oder? Ja. Okay. Aber das Amulett der Zähigkeit oder Zähigkeit oder wie auch immer man das aussprechen möchte, haben wir schon gleich ausgerüstet, okay. Plus 7 Lebensenergie, das ist ja schön. Dann haben wir jetzt 57 und 6 Rüstungen. Dann können wir nämlich gleich mal einen Apfel uns verknusen. Dann haben wir nämlich... Naja, der bringt 5 Lebensenergie. Fehlen uns jetzt noch 3, aber... Wobei, ach komm, wir haben es doch. Haben wir wieder volles Leben, das ist gut. Das ist sehr gut, sehr gut. So. Ist der hier schon, können wir uns hier irgendwie so ein Blasebalg oder so mitnehmen? Da ist noch eine Axt. Alter, wie viele Äxte hier auch rumliegen. Aber die können wir nicht mitnehmen. Wir können hier gar nichts mitnehmen. Da liegt doch eine Spitzhacke, wenn ich das richtig sehe. Oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Und eine Sense. Können wir auch nicht mitnehmen. Irgendwie eine Sensewand. Nein! Wobei, wenn es dadurch besser wird. So. Genug gemacht. 5 Nahkampfkraft. Hatte das mehr oder weniger? Hatte das nicht mal 6? Hm. So, hat er denn schon was gehört? Musst du dich nicht um deine Schafe kümmern? Nee, wie gesagt, die sind alle tot. Gut, mit dem Ork... Ja, geht gut. Mit dem will ich eigentlich gar nicht reden. Ich mache hier mal einen großen Bogen, aber wahrscheinlich kommen wir eh in die Quest rein. Ah. Okay. Wenn das dem sein Haus ist, dann will ich gar nicht wissen, wie viel der seiner Tochter vererbt hat. Beziehungsweise vererben wird. Hast du Melgans Dolch? Wahrscheinlich ein Dolch. Und den hat er von mir. Hier ist Melgans Dolch. Nun gut. Die erste Prüfung war auch die leichteste. Natürlich. Die zweite Prüfung. Du musst zeigen, dass du Ivy beschützen kannst. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht. Vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis. Aber zum Bergweiher ist verschlossen. Wenn ich den Schmuggler vertreiben soll, brauche ich den Schlüssel. Ja, das stimmt. Hier hast du ihn. Und jetzt geh. Dann gehen wir mal hinfort. Ende. Ah, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ah, schön. Hier war das, okay. 3 Fähigkeitenpunkte und was haben wir hier? Aha, eine Ausfallattacke. Okay, überbrückt automatisch, okay. Kunstvolle Kombination und Adlerauge. Okay, ich würde sagen, wir machen mal alles 3 und dann gucken wir, welches wir am meisten brauchen und dann, entscheiden wir danach. So. Der Ork geht natürlich einfach da rein.
Gut. Dann wollen wir mal gucken nach dem Typen. La 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 la. Ich bin der, weiß ich gar nicht, wie der heißt. La 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 la. Ich muss mal im Internet nachgucken, wie der Hauptcharakter heißt. La 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 la. Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber... Was aber? Ja. Groma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Na dann. Würde den Trick nicht durchschauen? Kann man den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was, der war noch nie selbst hier. Schickt immer nur Oruk, seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Der kauft also Sachen. Verkauft Sachen. Vielleicht kauft er auch Sachen. So, und weißt du, warum Groma dich loswerden will? Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Eins von beiden wahrscheinlich. Dann lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Hui. Yeah, yeah, yeah. Bam, 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 bam. Ein kleiner Kampf unter Freunden. La 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 la. Wirklich schwer war es ja nicht. Ja. Nicht schlecht. Ich geb auf. Du wirst langsam alt. Ja. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Wer? Wann soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Die guten alten Goblins. So, hier habe ich gerade noch Äpfel aus dem Augenwinkel gesehen. Die nehmen wir natürlich mit. Und da noch so eine komische Blume. Nehmen wir auch noch mit. Oh, es wird langsam Nacht. Jedenfalls gehe ich mal davon aus, weil die Sonne da hinten steht. Und was hier ist, da ist das Boot, laut der Minimap auf jeden Fall. Ja, da sind auch die Goblins. Ich töte euch, Goblins. So, komm mal her. Habe ich einen getriggert oder beide? Wow. Kann man immer ausweichen hier. Nein! Boah, die zocken einem aber auch richtig, ne? Nein, nicht schon wieder. Alter. Huch, was war das denn gerade? Moment, ich guck nochmal gleich. Oh, was liegt denn hier noch? Okay. Und da. Okay, gut, dass es nur zwei waren. Goblin-Keule, 5 Nahkampfschaden. Naja, ich habe schon Besseres gesehen. Können wir uns mit Äpfeln wieder hochheilen? Die findet man ja überall. Ah, 12 Pfeile, okay. Ausrüstung, sonstiges. Hä, was war anders gerade? Rune der 4 Winde. Für kurze Zeit schneller bewegen. Braurezept für Almas Bestes. Ah. Wissen kuriert Wehwehchen aller Art. Die gute alte Heilpflanze ist eine vielseitige, was weiß ich. Gut, haben wir jetzt gelernt. Okay. Gut. Kreaturen, aha. Ah. Okay, die schwarzen Goblins sind die Bösen.
Was? Du hast genügend Materialien, um die notwendige Anleitung um etwas herzustellen. Drücke C zum Öffnen des Handwerksmenüs. Wähle das herzustellende Objekt und die gewünschte Anzahl und stelle es her. Wann immer das unten stehende Symbol sichtbar ist, bist du in der Lage, wenigstens einen Gegenstand herzustellen. Ah, okay. Ah, dann können wir Almas Bestes herstellen. Verstehe. Und da braucht man noch gar nichts zum Brauen auch dazu. Gut, stellen wir mal her. Dann haben wir jetzt viermal Almas Bestes noch dazu. Sonst bringt uns das ganze Zeug ja auch nichts. So, dann haben wir wieder Regeneration. Das ist ganz gut, wenn wir später gegen irgendwie große Gegner wahrscheinlich kämpfen müssen oder so. Dann, ja. So, es wird übrigens, es ist Nacht oder so. Hört sich auf jeden Fall so an auch. Dann wollen wir doch mal. Diego. Ich habe die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Ja, natürlich. Halvin hat heute Morgen ein Schiff am Horizont gesehen. Meinst du, es sind die Myrtaner? Halvin hat heute Morgen ein Schiff am Horizont gesehen. Meinst du, das sind die Myrtaner? Das kann schon sein. Glaubst du, sie werden uns angreifen? Dafür ist eure Insel viel zu klein und unbedeutend. Sie werden auf dem Weg zu irgendeinem Ziel auf Argan sein. Dort tobt schließlich der Krieg. Wir haben ja die Vorgeschichte gesehen. Ich glaube, also ich bin so bei so Intros und so immer nicht ganz dabei. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Leute, die da die Schlacht gemacht haben, das waren wahrscheinlich die Myrtaner und die kommen jetzt hierher, auf dass sie uns den Garaus machen. Was kannst du mir über den Krieg auf Argan erzählen? Nun, mein Freund, als ich das letzte Mal auf Argan war, wurde Setarif noch immer von Robars Truppen belagert. Aeson der Sechste hält seine Stadt, aber keiner weiß, wie lange er sich noch gegen die Myrtaner behaupten kann. Ist Setarif der einzige Ort, an dem gekämpft wird? Nein, die Myrtaner haben ein zweites Heer in die Schlucht von Sornjara entsandt. Lord Gawain, der Bruder von Aeson dem Sechsten, verteidigt die Schlucht. Und auch dort wird gekämpft. Was für ein Mann ist Robar der Dritte? Früher, da war er ein großer Held, der auf der Seite Innos gegen die Avatare Belias gekämpft hat. Heute ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Eine Krankheit hat ihn befallen und seine Seele verfinstert. Weißt du, was für eine Krankheit er hat? Nein, ich musste den König verlassen, kurz nachdem sie ausgebrochen ist. Den König verlassen? Heißt das, du warst einer seiner Krieger? Und ein Berater. Was? Du warst der Berater von Robar dem Dritten? Wie kam es dazu? Und warum hast du den König verlassen? Das, mein Freund, ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir eines Tages. Aber wieso? Ich hab Zeit. Dann gib mir doch mal die Machete. Dann gibst du mir die Machete? Ja, hier ist sie. Grüß Groma von mir. Nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben. Gut, dann drücken wir auf das fette Ende. Und ja. Dann laufen wir wieder zu Groma. Huch. Nein, ein Goblin. Was hatte der denn dabei? Ah, Gold. Aber auch nur ein Goldstück. Der hier, ah, Gold. Auch nur ein Goldstück. Wie viel Gold haben wir denn jetzt schon insgesamt? Sehen wir das irgendwo? Ah, 74. Cool. So. Ich glaube aber auch, jetzt wird's Nacht. Ich nehme schon irgendwie, naja, fast eine Stunde auf oder so. Ich glaube, das reicht jetzt auch mal mit dem Blick auf unseren Charakter, dessen Namen ich vergessen habe oder der überhaupt keinen Namen hat, weiß ich gar nicht. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Und hinten Ivy verabschiede ich mich
für diese Aufnahme und speichere ich nochmal gerade und dass ich daran teilhaben, ein neuer Spielstart speichern. So, und dann gehe ich mal zurück zum Hauptmenü. Genau, und dann beende ich das Spiel und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.